Ja, genau. Würden Sie das tun? Würden Sie? Natürlich, das Motto der Dialektalleiten lautet nicht umsonst, wir lösen jedes Rätsel. Wunderbar. Dann haben Sie dieses Rätsel hier ja wahrscheinlich schon fast schon gelöst, würde ich wetten. Wir werden ruckzuck erfahren, warum unser geliebter Superheld sich einfach so in Luft aufgelöst hat. Nun wollen wir mal nichts überstürzen, Kay. Kay. Drogen sind schlimm, Kay. Da steht Kay, nicht Cat. Ja, trotzdem. Weil Kay Ja. Thickman. Und tatsächlich, Joker ist mit einer meiner Lieblingsfiguren. Ah. Und tatsächlich habe ich Ja, Fuß. wegen, aber nur wegen der Dark Knight-Reihe, oder? Obwohl, Ja. ich fand den auch geil in der Batman-Trickfilm-Serie, die es früher gab, Die wo habe der ich so nicht gegelte Haare gesehen. hatte. Die habe ich nicht gesehen. Aber tatsächlich, ich habe Suicide Squad auch nur geguckt, weil ich sehen wollte, wie der Schauspieler, ich weiß gerade nicht, wie der hieß, sich als Joker macht. Und es war so gut. Also der Film an sich war kacke, aber der Joker war so geil dargestellt, also er kann das so gut spielen. Ich wette, es ist Robert. Redman ist Robert. Weißt du warum? Ich glaube nicht, dass Redman einen Sidekick hat, aber Ja. also wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, Redman und Robert, Ja, bestimmt. also ich denke, Ja. die werden das so verpackt haben. Und das wird wahrscheinlich der auf dem Bild gewesen sein. Ja. Perfektes Timing, ja. Robert Kahn. Kahn, Kahn, Kahn. Kahn. Robert Kahn ist der Eigner des Verlagshauses, das die London Times herausgibt. Ihm gehören Zeitungen, Magazine, Bücher und alles, was man sich sonst an Druckerzeugnissen vorstellen kann. Sogar bedrucktes Klopapier. Robert Kahn ist der Mann, der alles drucken lässt. Ich hatte wirklich mal so Doku-Klopapier. Ist ein schöner Zeitvertreib, wenn man sonst nichts zu tun hat. Nein, die Leute sagen, er habe die Medien des Landes fest in der Hand. Und das stimmt auch. Er ist einer der sogenannten sieben Löwen, wissen Sie? Oh ja. Wirklich? Er ist einer der Löwen? Vielleicht sollte ich mich dann einmal mit ihm bei ihm vorstellen. Oh ja, das müssen Sie, aber man könnte sagen, dass er nicht gerade der gesellige Typ ist. Ja, So, er ist bestimmt ja. ein übelst reicher Typ, hat seine eigene Villa, hat einen Butler. Allein schon diese Kopfform. Ja, eindeutig. Er sieht aus wie eine Ratte. Nein, Quatsch. Guten Abend, Mr. Khan. Oh, Sie sind doch diese Detektivin, von der die gnädige Frau in letzter Zeit ständig erzählt, oder? Oh Gott, der sieht aus wie ein Lehrer von mir und der ist so. Übrigens, falls ich den jetzt nicht so spreche, wie er aussieht, das ist Absicht. So machst du grad. Ja, ich spreche in der Ratte. Nee, ich dachte, ich spreche ihn schön tief. Okay. Weißt du, Naja, ich mag tiefe Stimmen. Wirklich? Das ist echt. Ich fand das im Batman-Movie schon so übertrieben. Ja, ich mag. Lego-Batman-Movie. Ja, ich mag tiefe Stimmen. Okay. Ah, Sie sind doch diese Detektivin von. Nee, das passt. Ja. Cat Shirlayton, hallo. Ich glaube, wir waren auch bei der Premiere von Torpedo der Liebe im Savoy. Savoy. Ach ja, diese Farce, bei der die letzte Szene des Films verloren ging. Und ich habe gehört, dass sie seitdem an einer ganzen Reihe von anderen Fällen beteiligt waren. Die Gerüchteküche brodelt. Ich brauche jemanden, der entbehrlich ist. Nein, was? Ja. Da sträubt sich einem schon das eine oder andere Haar bei der Stimme. Also, Kay, du machst wohl wirklich im Ernst mit dieser Detektividee, Du kannst Redman einfach nicht vergessen, was? Ach, der ist Kay. Ja, Kay Thickman. Kay Thickman. Oh, habe ich gerade vergessen. Deswegen Ich habe hatte ge ich dir das gerade eben ich schon. habe gehört, das war ein Rechtschreibfehler. Nein, nein, das war kein. Oder Kay Tickman? Ich würde ihn nie vergessen. Die Öffentlichkeit wird ihn nie vergessen. Er ist der Wächter der Nacht, der Vorkämpfer des Friedens, die Mucki Maus der Gerechtigkeit. Ich weiß gar nicht, was all dieses Gewese soll. Verwese. Oh, das sind die Leichen im Keller, die wir hier haben. Deponia 4 ist eine Lüge. Nein. Aber ich glaube, ich hab's nicht. Ich weiß. Aber die Deponia
Ponya 4. Kein Dickmann. Na, die Ponya 4 ist in dem Sinne eine Lüge, weil das Ende. Na, ich sag jetzt nicht, wie das Ende ist. Aber. Okay. Na, ja. Na, wäre ja Spoiler. Ja, eben. Aber die Ponya 4 könnte man in einem bestimmten Zusammenhang sagen, ist eine Lüge, ja. Ah, bestimmt wegen des Endes, weil da drin irgendwas. Also kann man. Okay. Kann man sagen. Okay, ich kann mir auch denken, wenn ich die Ponya 4 sehr schön finde. Also wirklich, Robert, du bist immer so aufgeregt bei allem. Unaufgeregt bei allem. Und du bist immer so hitzköpfig, Kay. Deine Lunte ist einfach zu kurz. Oh, da hat er sie mal gegeben. Bam, voll in die Fresse. Vor allem, weil er ja eigentlich Thick Man ist. Ach so, seine Lunte ist zu kurz, aber sie ist dick. Weiter? Ja. Es macht keinen Spaß, wenn du nicht so. Wenn du nicht so auf diesen Humor eingehst. Ich meine, es ist ja nicht explizit, es ist nur. Es erzeugt anscheinend Bilder im Kopf. Ja. Beziehungsweise, wenn du den ganzen Tag solche Witze hörst, bei Pubertierenden. Dann müsste es doch eigentlich irgendwann einfach so an dir vorbeifliegen. So als ob es nichts wäre. Ja, aber dann findest du es nicht mehr lustig. Manu. Aber wir haben das mit Marc doch auch immer gemacht. So wie Emmy damals. Hm. Tja, ich merke schon, dass sie beide mehr als nur eine Geschäftsbeziehung verbindet. Sind sie schon lange befreundet? Oder zusammen? Oh, Robert und ich kennen uns schon aus der Oberschule. Aber ich hätte nie gedacht, dass wir uns eines Tages so lange kennen würden. Wie Ihnen sicher aufgefallen ist, ist Kay ein recht einzigartiger Typ. Er blüht auf, wenn er anderen Freude bereiten kann. Deshalb habe ich ihm den Posten hier verschafft. Ich wusste, dass er ein guter Zeitungsredakteur wird. Ich will den Lesern der London Times jeden Morgen nicht nur die Nachrichten liefern, sondern ihnen auch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Also da wird aber ganz schön dick aufgetragen. Ja, so wie Thick Man. Deswegen wahrscheinlich. Nun ja, wir wollen sie nicht von ihrer Ermittlung abhalten, Catriel. Das würden wir niemals tun. Nein, nein, nein. Viel Glück dabei, alles über Redman herauszufinden. Ja, überlassen Sie das ruhig mir, Mr. Fickman. Ich bin mir sicher, ich kann herausfinden, warum er nicht mehr in Erscheinung tritt. Der Grund spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass er weg ist. Für immer. Sie werden Ihre Zeit vergeuden, Miss Layton. Wie kannst du so etwas sagen, Robert? Redman ist die Muckimaus der Gerechtigkeit und das wird er auch immer bleiben. Er kommt zurück, du wirst es sehen. Ich glaube, Mr. Fickman weiß eigentlich schon, dass es Robert ist. Ja. Na schön, wenn du das unbedingt glauben möchtest, dann nur zu. Ermitteln Sie, bis Sie blau im Gesicht werden. Ist sie schon in den Augen? Mhm. Ja. Solange die Verkaufszahlen nicht fallen. Nur darum mache ich mir Gedanken. Ich würde Ihnen beiden gerne noch ein paar Fragen stellen, wenn Sie die Zeit entbehren könnten. Natürlich. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß. Über Redman, über die London Times, über die Größe meiner Schuhe. Nein. Aber ich habe gerade so einen Witz im Kopf. Welchen Witz? Naja, was soll man angeblich an der Schuhgröße eines Mannes erkennen? Was denn? Die Länge seiner Lunte. Was? Weil Männerfüße meistens so groß sind, oder was? Nein, also angeblich. Irgendwann hat mal irgendjemand gesagt, dass das wohl in Korrelation zueinander stehen soll, aber das hat man übrigens schon widerlegt. Ja, glaube ich. Es gibt keinen Körperteil, der definitiv proportional dazu ist. Nee, ich meine allgemein so, das gibt ja einfach nur. Es gibt ja nicht eine Regel in der Genetik, ja, das muss. Muss so halblang sein wie der Fuß, oder? Das muss genauso lang sein wie der Fuß oder sonst irgendwas. Ja, aber es kamen immer Leute auf die Idee, das irgendwie doch in die Verbindung zu setzen. Ja, wie die Nase eines Mannes, so auch der Johannes. Gibt's auch. Nee, ich hab eher gedacht, das Auto. Nee, das Auto ist umgekehrt proportional. Ja, das Auto ist umgekehrt proportional. Deswegen fahre ich auch ein kleines Motorrad.
Ja, oh, ja. Drüber. Du wolltest, dass ich mit einsteige. Finde ich gut. Auch wenn es schmerzt. Das ist einfach zu gut. Nein, Quatsch, es schmerzt nicht. Nein, falls Sie an sowas interessiert sind, ja. Tja, Kay mag die Zeit für derlei Unsinn haben. Ich nicht. Ich muss Verbrechen bekämpfen. Ach komm schon, Robert. Du hast doch sicher ein paar Minuten für die junge Dame. So, erstmal mit dem Typen? So wie Emmy da. Immer? Erstmal wieder mit der Ratte? Erstmal die Ratte. Hat kein Rätsel. Oh. Mhm. Könnten Sie uns sagen, was Sie über Redman wissen, Mr. Khan? Sicher. Gar nichts. Ende. Tja, ich gewinne langsam den Eindruck, dass Sie mich gerade zu Redmans größten Fans sehen. Natürlich hat Redman eine große Bedeutung für London. Er tauchte ja nicht nur in unserer Zeitung auf. Wir hatten auch Exklusivartikel in einigen unserer Magazine. Redman ist nur eine Modeerscheinung, auch wenn ich dankbar für das bin, was er für uns getan hat. Aber die Leute werden ihn schon irgendwann satt haben. Wenn man immer nur Redman hört, verliert das auch irgendwann seine Anziehungskraft. Oh ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Man kann ja nicht jeden Tag das Gleiche essen. Ich mag es auch, und mag es noch so lecker sein. Stimmt nicht, Nutella. Döner! Nutella! Nutella-Döner? Nee. Nein, aber wo wir so oft Döner gegessen haben. Ja. Wo dreimal hintereinander. Ja, als Tendocast hier war. Ja, bei mir waren es vielleicht sogar viermal. Ja, ich glaube. Weiß schon. Gar nicht. Oh, vielleicht war ich auf der Arbeit dann zur Mittagspause noch. Jedenfalls. Wir sollten Redman vergessen. Suchen wir lieber nach neuen Nachrichten und nicht nach denen von gestern. Batman. Oh, El Bato. Wenn El Bato, wenn Bart das kann ich das auch. El Homo. Das ist eine Szene aus den Simpsons, wo Homer dann das El Bato nachmacht. Ganz ehrlich, Kay, wie lange willst du denn noch diesem kindischen Superhelden-Unsinn nachjagen? Robert, Redman ist kein Unsinn. Er ist hip, er ist cool, er ist krass, er ist geil. Was sind das für Worte, die der benutzt? Ich will, dass die zusammen sind. Ich schippe die. Die beiden da? Ja. Cool. Ich, ehrlich gesagt, dafür, dass wir den eigentlich erst so schlecht fanden, hat sich das gut entwickelt. Ja, aber ich finde den nicht so sympathisch. Ach so, okay. Aber noch nicht. Ach, du klingst ja sogar wie ein Kind. Wir sind aber keine Kinder mehr, Kay. Um Himmels Willen, wir sind doch inzwischen selbst Eltern. Oh, die haben mein Kind adoptiert! Oh, das Spiderschwein. Spiderschwein. Er macht das, was ein Spiderschwein macht. Hängt es von einem Netz. Kann es nicht, es ist ein Schwein. Gib acht, er ist ein Spiderschwein. Das ist aus dem Simpsons-Film. Zur Information, ich schaue kaum Simpsons. Ich habe vielleicht irgendwie drei Folgen in meinem Leben gesehen. Kein Problem. Und das beim Englischen direkt. Ja. Auch Eltern können Superhelden sein. Eigentlich brauchen Eltern Superhelden sogar noch mehr als alle anderen. 24 Stunden am Tag reichen für sie ja schließlich kaum. Bei dieser Sache geraten sie aber ganz ordentlich aneinander, oder? Sie sind eindeutig schon sehr lange befreundet. Zusammen. Sehr lange zusammen. Ja. Ich vermute mal, dass das nur Neckereien sind. Neckereien. Oh, ich nehme ja auch eine Neckerei. Mhm. Mit L. Oh. Ram. Okay. Jetzt ihn? Mhm. Okay. Also, Mr. Fitman, Sie haben uns gebeten, herauszufinden, warum Redman verschwunden zu sein scheint. Das liegt vermutlich daran, dass sie ihn vergöttern und sie ihren Superhelden zurück wollen, oder? Aber ja, natürlich. Ich bin schließlich ein riesiger Redman-Fan. Oh, kennst du dieses Lied so? Babadabop. Ich glaube, das ist aus den 90ern oder so. I'm a Redman! Ich bin schließlich ein riesiger Redman-Fan. Das gebe ich auch gerne zu. Aber
Dahinter steckt noch mehr. Inwiefern? Naja, Artikel über Redman haben sich in der London Times als extrem beliebt erwiesen. Genau, Scatman. Schön, dass es erkannt wurde. Immer wenn es eine Geschichte über ihn gab, wurden uns die Ausgaben schier aus den Händen gerissen, bevor sie überhaupt gedruckt waren. Können Sie damit sagen, Redmans Verschwinden wirkt sich auf die Verkaufszahlen aus? Schauen Sie gern selbst, es läuft nicht alles glatt. Also ja, Redmans Verhalten wirkt sich aufs Geschäft aus.